Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekiste.de. Der Sommer ist ja leider vorbei und egal, ob du dein Klimagerät im Winter zum Heizen nimmst oder das Gerät den ganzen Winter über ausgeschaltet ist, du solltest nach dem Sommer das Gerät auf jeden Fall reinigen und desinfizieren. Ich verwende für die Reinigung jetzt Frionet. Das sieht man nachher, das ist ein Schaum, der so aufgeht. Wenn du das nicht hast und dir das zu teuer ist, kannst du auch einen ganz normalen Haushaltsreiniger oder so einen Universalreiniger verwenden. Der sollte aber in so einer Pumpsprühflasche drin sein, dass der Reiniger auch die Lamellen reinkommt. Nach dem Reinigen sollten wir es trocknen und desinfizieren. Das ist klar, damit das Gerät nicht schimmelt und wir die Wertigkeit von dem Gerät erhalten. Vor allen Dingen merkst du daran, wenn du im Frühjahr oder Sommer das erste Mal das Gerät einschaltest und es müffelt ganz arg, dann war es nach dem Sommer nicht richtig gereinigt und desinfiziert. Machen wir aber beides zusammen. Als erstes öffnen wir mal das Gerät, diesen Deckel hier, und nehmen die beiden Filter raus. Die Filter könnt ihr jetzt ganz einfach mit Wasser auswaschen und am besten in die Küche irgendwo hinlegen und so lange liegen lassen, bis die trocken sind. Viele Geräte haben auch Aktivkohlefilter, Feinstaubfilter, alles Mögliche drin. Die könnt ihr ganz einfach nachkaufen und im Frühjahr dann wieder einsetzen. Wie gesagt, zum Reinigen verwende ich ganz gern Frionet. Das sieht man jetzt auch gleich, wenn man den schüttelt. Dann gibt es so einen richtig schönen Schaum. Und dieser Schaum, der geht wirklich in die Lamellen rein und drückt da den Dreck auch wirklich raus und geht wirklich so richtig in die Lamellen rein. Und den ganzen Wärmetauscher sollte man damit jetzt einmal komplett einsprühen. Die meisten Wärmetauscher bei Klimageräten sind oben V-förmig angeordnet. Das heißt, dieser Wärmetauscher hier, der geht auf der Rückseite hinten genauso weiter. Wenn ihr nur vorne hier einsprüht, habt ihr rund ein Drittel von der Fläche vom Wärmetauscher gar nicht gereinigt. Das heißt, am besten eine Leiter nehmen, von oben reinschauen und gucken, wo der Wärmetauscher ist. Und dann ganz wichtig, auch von oben diesen Wärmetauscher komplett sauber machen. Wie gesagt, am besten mit der Leiter machen. Ich weiß, wo der ist, aber wenn ihr da euch nicht sicher seid, dann am besten gucken. Alternativ könnt ihr einen Universalreiniger nehmen, so einen ganz normalen Haushaltsreiniger. Und die Sprühflasche am besten auf diesen bisschen geraden Strahl stellen. Also nicht so verteilen, sondern der darf ruhig ein bisschen Druck haben. Dann auch hier den gesamten Wärmetauscher komplett einsprühen. Dann ganz wichtig, auch hinten nicht vergessen. Ich würde dem Reiniger jetzt einfach 10 Minuten Zeit geben, dass der einwirken kann und auch überall ein bisschen hinlaufen kann. Ist der Reiniger soweit eingewirkt, nehme ich jetzt so eine Laborflasche. Alternativ könnt ihr natürlich auch die Pumpflasche ausspülen und einfach mit klarem, ein bisschen lauwarmem Wasser jetzt abspülen. Das heißt, ganz wichtig, von oben anfangen und damit wenig Druck, weil sonst spritzt ihr das Ganze Richtung Lüfter. Und da wäre ich jetzt absolut nicht sparsam, da lieber 2, 3, 4, 5, 6 Liter Wasser und den Wärmetauscher wirklich richtig sauber machen. Denn wenn da Reiniger auf den Lamellen ist, das verklebt euch mit der Zeit. Und dann habt ihr da eine richtige bäbbige Schicht drauf, die ihr gar nicht mehr runterkriegt. Das heißt, den Reiniger wirklich richtig gut runterspülen. Zu beachten ist, wenn ihr eine Kondensatpumpe habt. Ich habe jetzt ja hier so einen, im Grunde einen freien Ablauf. Wenn ihr eine Kondensatpumpe habt und die Möglichkeit besteht, den Schlauch wegzumachen, würde ich den Reiniger einfach in den Eimer laufen lassen, denn da kommt ja ziemlich viel Wasser. Wenn ihr nicht an die Kondensatpumpe hinkommt, dann wäre ich vor allem beim Abspülen, würde ich das ganz, ganz langsam machen. Hier unten hat es eine Wanne drin und da gucken, dass die Wanne nicht überläuft und der Pumpe immer wieder Zeit geben, das Wasser wegzufördern. Ist der Reiniger jetzt komplett weggespült und das Wasser auch weggelaufen, nehmt ihr die Fernbedienung und schaltet das Klimagerät einfach eine Viertelstunde, 20 Minuten einfach nur auf Lüften. Wenn es ein bisschen warm in eurem Raum ist, dann wird die gesamte Feuchtigkeit vom Wärmetauscher und so weiter einfach rausgespült. Wenn ihr 100% sicher sein wollt, dann geht ihr einfach in den Heizbetrieb und schaltet den Heizbetrieb einfach für 10 Minuten an. Dann seid ihr euch 1000%ig sicher, dass da keine Feuchtigkeit mehr drin ist. Habt ihr das 10 Minuten gemacht, könnt ihr das Gerät wieder ausschalten und danach kann man das Gerät noch desinfizieren. Zum Desinfizieren möchte ich eins noch sagen, es bringt nichts, einfach da 2 Tonnen Desinfektionsmittel reinzuhauen.
wenn ihr nicht den Ursprung der Keime, also den Schmutz und dieses Feuchte entfernt, dann bringt Desinfizieren vielleicht eine Woche oder zwei was. Aber grundsätzlich müsst ihr natürlich den Schmutz da rausbringen. So, jetzt wollen wir das Gerät noch desinfizieren. Ich empfehle euch hier von Wirt Klimadesinfektionsspray. Das ist eigentlich relativ teuer, ich glaube mit 25 Euro. Deswegen nehme ich zum Zeigen jetzt ein bisschen günstigeres. Das Coole bei dem Desinfektionsmittel hier, da ist so ein Schlauch dabei. Und damit kommt ihr nämlich auch hier überall hin. Aber wie gesagt, das ist mir jetzt zum Zeigen einfach zu teuer. Das ist ein ziemlich billiges Desinfektionsspray. Das tropft so ein bisschen, deswegen habe ich da einen Lappen rumgewickelt. Jetzt geht ihr her und macht die Sicherung vom Gerät raus. Denn Desinfektionsspray, das steht auch hier drauf, das ist ziemlich brennbar. Und es könnte natürlich sein, dass die Platine irgendwas warm ist, nicht dass hier eine Explosion gibt. Da die Sicherheitshinweise beachten. Wenn das Gerät ausgesichert ist, dann geht ihr ungefähr 20-30 cm weg und sprüht den gesamten Wärmetauscher mit dem Desinfektionsspray ein. Danach, und das ist ganz wichtig auch wieder, würde ich in die Wanne gehen und einmal hier in die Wanne Desinfektionsspray reinmachen. Und natürlich auch wieder dran denken, auch die Rückseite zu machen. Habt ihr das gemacht? Dann öffnet ihr ganz langsam die Klappen hier, nicht schnell, sondern schön langsam, dass da keine Induktionsspannung gibt. Da unten drin sitzt jetzt die Lüfterwalze. Und Lüfterwalzen habe ich wirklich schon die krassesten Dinger gesehen. In einem der nächsten Videos zeige ich euch, wie ihr die Lüfterwalze ausbaut und reinigen könnt. Um genau diesem Schimmel ein bisschen vorzubeugen, nehme ich jetzt Desinfektionsspray und sprühe hier rein. Dann nehme ich ein Schraubenzieherle und drehe die Walze ein Stückchen weiter und mache das Ganze nochmal. Wie gesagt, da ist jetzt natürlich das Desinfektionsspray mit diesem Schlauch genial, weil ihr da jetzt natürlich anders wie bei dem billigen da wirklich sauber rein könnt und das Ganze machen könnt. So, wenn das Ganze desinfiziert ist, lasst ihr es bitte auf jeden Fall nochmal mindestens 20 Minuten offen stehen, damit der ganze Geruch und der Gestank und so weiter raus kann. Dann würde ich auf jeden Fall hergehen und das Gerät noch mal ein paar Minuten in den Lüftungsmodus schalten und wenn es dann ein paar Minuten gelaufen ist, einfach wieder ausschalten, die gewaschenen und getrockneten Filter einbauen und dann die Klappe wieder zumachen und damit habt ihr das gereinigt. Verwendet ihr das Gerät nur zum Kühlen, das heißt, ihr braucht es jetzt 6, 7 Monate oder 8 Monate vielleicht gar nicht, dann würde ich das Gerät auf jeden Fall ausgesichert lassen. Im Verdichter, hier, da ist so eine Art Ölsumpfheizung drin, beziehungsweise die einzelnen Wicklungen werden so leicht bestromt, dass die warm werden, damit das Kältemittel aus dem Öl ausgast und wir im Anlauf den Verdichter nicht kaputt machen. Das können mehrere hundert Watt pro Tag sein, aber 300-400 Watt pro Tag. Und natürlich die Platinen und alles verbraucht alles Strom. Das heißt, ich persönlich würde es auf jeden, oder ich mache das auch daheim, ich mache die Sicherung von meinen Splitgeräten, die ich nur zum Kühlen verwende. Auch wenn es mal nur ein Monat oder zwei ist, wenn ich die auslasse, mache ich die auf jeden Fall raus. Wenn ihr die wieder reinmacht, macht die Sicherung bitte rein und wartet für mich aus einfach mal einen halben Tag oder einen Tag, bevor ihr das Gerät einschaltet, damit der Verdichter oder das Öl im Verdichter warm werden kann und das Kältemittel ausgast. Aber meine Empfehlung ist, wie gesagt, die Sicherung auf jeden Fall rausmachen, denn es ist ziemlich viel Strom, was ihr da verballert. Und dann im Frühjahr einfach die neuen Filter reinmachen und damit seid ihr auch schon fertig und könnt ganz entspannt das Gerät jetzt über den Winter in Ruhe lassen.